Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Forza Motorsport 7, heute beim Finale unseres aktuellen Cups. Es geht nach Long Beach und wir werden versuchen, heute den Sieg in diesem Event zu erlangen, denn damit würden wir automatisch hier auch Erster in der Gesamtmeisterschaft werden. Und wir sehen ganz vorne, Sergeant Nerezza ist hier aktuell bei 1060 Punkten, hat also 25 Punkte Rückstand zu uns. Und als Zweitplatzierter ginge das ja noch klar, wenn er gewinnt. Aber ja, der dritte Platz würde ihm, also unser dritter Platz würde ihm natürlich schon wieder den Titel, sag ich mal, schenken. Und deswegen stellen wir uns da dagegen, geben alles und ein letztes Mal in diesem Cup strengen wir unseren Subaru noch an. Und der hinter mir hat das Licht gerade nicht angehabt. Jetzt schon, sehr gut. Auf geht's, Long Beach, eine Strecke, die ziemlich geil ist. Selten gefahren, aber ich habe sie direkt ins Herz geschlossen. Wow, da werden wir von hinten angeschoben. Wir haben 10 Runden. Eine Runde ist ja aber auch nicht so lang, ne? Also, da muss ich auf jeden Fall mal drauf achten, dass ich relativ früh schon überhole. Sind immer noch auf unschlagbar unterwegs. Das heißt, die höchste KI-Stufe ist eingestellt. Das wäre, glaube ich, der erste Cup, den wir hier gewinnen würden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Viel zu früh eingelenkt, viel zu früh gebremst auch. Oh nein. Okay, ganz kurz. Ich gönne mir hier gerade noch mal das Rückspul-Feature. Okay, das war die beste Durchfahrt, die ich da hätte machen können, außer dass ich danach nicht mehr gelenkt habe und gegen die Wand geflogen bin. Vorbei am Mazda RX-8. Alter, du kannst doch nicht mitten in der Kurve so krass abbremsen. Wenn wir da mal freie Fahrt haben, sehen wir mal, wie schnell wir durch die Kurve kommen. Ich vermute mal ein bisschen schneller. So, trotz Drift eine perfekte Kurve. Lenkt da einfach voll rein. Ich bin schon da, Kollege. Und hier lasse ich dich nicht nach außen. Du bremst schön innen an. Na, es kostet im Moment einfach nur Zeit. Du bist ein wenig nervig, Lawrence. Oder KI von Lawrence. Lawrence. Der aggressive Ton, den man hier an den Tag legen kann. Apropos aggressiver Ton, das war gerade auch eine relativ aggressive Aktion. So, und jetzt den Blick weiter nach vorne richten. Sergeant Nerezza ist immer noch auf 1. Wir sind auf der 8 im Moment. Die Reise soll nach vorne gehen. Und ich fahre mal aus der Außenansicht. Ich finde, in der Cockpit-Ansicht ist es ein bisschen zu dunkel. Da habe ich immer so ein bisschen Angst. Nee, Quatsch, aber ich
finde, das sieht nicht so geil aus dann. Oh, Leute, ey. Warum fahren die so unfassbar langsam? Also, da habe ich mal wirklich den halben ersten Sektor kein Fahrzeug vor der Nase und bin direkt mal 6/10 schneller. Das zeigt doch, wie viel Potenzial da noch überall drin steckt. So, und wir fahren auch mal ein bisschen rücksichtsloser hier jetzt. Wir müssen nach vorn. War ein ziemlich guter Anbremspunkt. So, direkt hinter dem Mitsubishi Evo. Oh, jetzt kommen wir mit Windschatten auch schon näher. Die Meteranzeige zeigt einen kürzeren Wegabstand. Das heißt, wir sind deutlich schneller auf der Geraden. Da bin ich mal gerade eben die Kurve so angefahren, dass wir auch überholen können tatsächlich nach der Kurve. Er hat uns den Platz gelassen, ich habe ihn genutzt. Ich habe ein bisschen zu viel Platz genutzt, zugegebenermaßen. Aber wir ziehen da vorbei. Ja, auch wenn es hier so ein paar Ungenauigkeiten gibt, an der einen oder anderen Stelle sieht man auch, denke ich mal, die ein oder andere Technik, wie man überholen kann, an einer gewissen Stelle, ohne vielleicht die 100% ideale Linie zu treffen. Gerade eben zum Beispiel an der Stelle, wo die mitten am Scheitel nochmal richtig krass abbremsen. Wenn du da halt irgendwie einen Weg nimmst, wie du am Anfang zwar ein bisschen langsamer durchfährst, was dich effektiv keine Zeit kostet, wenn du unmittelbar hinter jemandem bist, der da an der Stelle langsamer ist, weil du wärst auch so an der Stelle langsamer dann, wenn du sie regulär fahren würdest. So, hier, du nimmst extra einen längeren Weg in Kauf und bist dann einfach am Kurvenausgang. Jetzt habe ich ihn leider touchiert, den Hans. Kleiner Lackschaden, aber ich habe ihm auch ein bisschen Geschwindigkeitsboost eigentlich mitgegeben. Trotzdem sind wir schneller. Also du fährst absichtlich langsamer beim Kurveneingang, nur um danach nochmal schneller zu fahren und ja, an der entsprechenden Stelle überholen zu können. Und vielleicht bist du da in der Addition, wenn du das mit der regulären Fahrweise vergleichen würdest, wenn vor dir kein Auto ist, vielleicht bist du da eine Zehntel langsamer. Aber in Summe bist du schneller, weil du eben ein Auto vor dir hast. Oh mein Gott. Ah, ich wollte gerade sagen, unfassbar, dass es ohne Berührung ausgeht. Ja, komm. Ach komm, ey. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Also, am Anfang war es cool, weil wir einen Drift damit... Alter, wie weit spult denn das zurück? Okay, dann halt so. Aber dass der mir 10 Sekunden oder so einfach mal mitten aufs Heck drauf fährt oder voll in die Seite auf den hinteren Kotflügel, bisschen doof. So, und das Fahrzeug vor mir kam auf der Geraden, auf die Geraden nicht ganz so schnell wie wir. Ist auch ein Subaru im BRZ. Insofern, wir sind da durchaus viel besser auf die Gerade gekommen. Ausgang ein bisschen besser erwischt. Na, ja, zu spät geschaltet. Aber durch Windschatten sind wir direkt gleich schnell und sogar noch schneller. Ah, jawohl, fürs Thumbnail. Sehr geil. Ne, vielleicht seht ihr auf dem Thumbnail, oh mein Gott, schon das neue
Fahrzeug, die neue Klasse, die wir fahren werden. Holy moly, sah das perfekt aus, tatsächlich. Auf Anhieb 18 Sekunden schneller gefahren hier im ersten Sektor. Komm schon, Sarge. Enttäuscht mich nicht. Fahr wieder ein bisschen schneller. Ja, ich glaube, das können wir vergessen. Das wird der unangefochtene Sieg wahrscheinlich werden. Wenn ich hier keinen Fehler mehr mache, aber ihr kennt mich. Ja, ich muss aber sagen, viele Fehler mache ich zwar nicht, aber hin und wieder kommt da einfach mal was, wo ich ein bisschen blöd agiere und dann war es das plötzlich. Ja, da kann man noch ein bisschen übers Grün, entspannt. Sechs Zehntel im Delta. Und da kann man sogar noch einen Ticken später bremsen. Jawohl, auf geht's. Komm schon, neue schnellste Runde. Mit welchem Abstand ist die Frage? Eine Sekunde. Eine glatte Sekunde schneller. Geil, ab jetzt geht's weiter auf Bestzeitenjagd. So, ich habe mich letztes Mal an der Ampel orientiert. Kann sogar noch einen Ticken später bremsen. Oh, das wird richtig lustig jetzt. Das sieht nach einer guten Zeit aus. Eine Sekunde schneller. Hammer. Da bin ich mal nicht so weit innen drüber gefahren, über den Körper in Anführungszeichen. Oh mein Gott, da musste ich kurz die Lenkung aufmachen. Das hat mir die Durchfahrt durch die Kurve versemmelt, aber ich bin immerhin durchgekommen. Das war ziemlich perfekt. Ja, ich weiß nicht beim Kurvenausgang, ob ich da in den zweiten runterschalten soll oder ob ich einfach im dritten bleiben soll, weil ich habe das Gefühl bei so... Okay, das war zu spät. Ich habe das Gefühl, bei niedrigen Drehzahlen verliere ich immer so ein bisschen was an Power. Kommen wir nicht so gut voran. Andererseits muss man natürlich sagen, dass so ein Schaltvorgang bei meinem Auto mit dem Schaltknüppel, wo die Schaltvorgänge halt ein bisschen länger dauern, wohl kein sequenzielles Getriebe hast, da dauert das Ganze natürlich schon ein bisschen länger.
wollte ich die Bremse schon zu früh lösen. Schade, der erste Sektor in der letzten Runde, der war wirklich so gut wie perfekt. Okay, anscheinend geht es bei exakt 300 Metern ziemlich gut. So, auf geht's. Jetzt nochmal in die letzte Runde. Kriegen wir bis dahin nochmal eine schnellste neue Rennrunde hin. 1:37,4. Aber scheinbar nicht sauber die Runde. Warum das denn? Es ist wirklich eng, wie nah ich hier an die Mauer zufahre. Uiuiui. Zwei Zehntel im Delta, aber das sieht bis jetzt richtig krass aus. Okay, let's go. Was haben wir jetzt? 7 Zehntel im Delta. Ah, die letzte Kurve ist immer so ein leichtes Glücksspiel gefühlt. Ich kenne da die perfekte Fahrweise nicht. Aber es genügt für eine neue Bestzeit. Und es genügt, um den Sieg in der Meisterschaft zu sichern. Geile Sache. Ich glaube, das ist die erste Meisterschaft, die wir so komplett gewinnen. Ordentlich. So, die Aufzeichnung speichern wir selbstverständlich. Freigeben müssen wir nichts. So, und wir überschreiben das Ganze auch. Ja, das hat sehr viel Laune gemacht. Und jetzt gucken wir mal, was wir als nächste Rennserie anpacken. Wir haben auch eine neue Stufe freigeschaltet mittlerweile. Wow, ist das jetzt schon das vierte oder fünfte Mal auf dem Siegerpodest? So oder so schießt ihre Gesamtwertung mit dem Sieg in ungeahnte Höhen. Gut gemacht. Ja, nice. Wow, das gibt richtig viel Geld. 140.000 plus 150.500 gibt's. Ordentlich. Oh, der Miura. Rabatt 200.000, bedeutet das, dass der 360.000 regulär kostet, oder? Oder Team Forza... Nehmen wir Team Forza Rot. Und das rüsten wir einfach mal auch direkt aus. So, genug mit unserem alten Style. Das, finde ich, sieht richtig geil aus. Wow. Die Aufsteigermeisterschaft ist geschafft. Wieder sind sie dem Forza Drivers Cup einen Schritt näher gekommen. Ab sofort steht ihnen die Könnermeisterschaft offen. Okay, nice, Leute.
Ja, ich würde sagen, vielleicht machen wir doch mal das ganze Pacing so, dass wir... Oh. Ein legendäres Auto. Sie machen sich langsam einen Namen, aber das heißt auch, dass andere Fahrer Ihnen diesen Namen streitig machen werden. In der Könnermeisterschaft wird Ihnen auf dem Weg... Okay, sorry, rede ruhig weiter, aber... Wir fahren das Rennen. Wie findet man den besten Fahrer? Das ist ganz einfach. Man setzt sie einfach alle in dasselbe Auto und lässt sie gegeneinander antreten. Dann entscheiden weder Motor noch Reifen über die Platzierung, sondern einzig das Fahrkönnen. Wir fahren das auf jeden Fall jetzt. Noch vor dieser Folge habe ich mir die Fahrzeugliste angeschaut und mir gedacht, Mann, sieht der geil aus, den will ich unbedingt haben. Also, ich bin ja sowieso ein Fan. The equation and everybody's in the same equipment, then you have to make sure that you're better prepared than everybody else. You have to know the track better, you have to know the car better. As a teammate, you compare yourself directly in exactly the same equipment to the person sat next to you. So we look at data, we see where one person's better, we see where we can improve somewhere else, and you just have to work harder than the guy next to you. Ja, also ich bin ja sowieso ein Fan von den ganzen 90er Jahre Supercars. Okay, Moment, das sind aber 10 Runden. Ja, also ich sag mal so, es ist ein Schaurennen, das mache ich mal ein bisschen kürzer. Geht das? Na komm schon, Leute. Okay, 10 Runden müssten wir hier antreten. Okay, dann lasst es als Teaser hier stehen. Ich kann aber ganz kurz nochmal zu dem Auto sagen. Ich liebe den Porsche GT1. Ich liebe den Mercedes CLK GTR. Das sind meiner Meinung nach zwei der absolut geilsten Autos aller Zeiten. Und das Teil hier zu gewinnen, das wäre der absolute Hammer. Und ja, grundsätzlich, was ich nochmal ganz kurz sagen wollte zum Pacing. Ja, theoretisch könnten wir es ja so machen, dass wir, wenn wir 5 Veranstaltungen pro Klasse haben, dann haben wir ja immer 2 Rennen in einer Folge bis jetzt gehabt. Jetzt ist es quasi eine Folge mit einem Rennen nur gewesen, aber dafür haben wir auch, muss man fairerweise sagen, 2 Folgen gehabt, die jeweils 40 Minuten lang waren ungefähr. Und ich denke, dann ist es auch okay, wenn eine Folge vielleicht mal ungefähr 20 Minuten lang ist, plus minus ein paar Minütchen mal. Und insofern, ja, machen wir das dann einfach mal so, dass wir entsprechend die Meisterschaften so anpacken. Ich denke, dass es ganz geil ist. Ich bin mir auch ziemlich sicher, da wird es sicher Meisterschaften noch geben, die 10 Rennen oder so haben. Dann haben wir halt nur 40 Minuten Folgen. Aber an dieser Stelle, ja, denke ich, machen wir mal ein kleines Päuschen. Wie es mit den Schaurennen ausschaut, muss ich nochmal gucken. Denn natürlich haben wir hier wieder ein Rennen, welches länger gehen wird, auf jeden Fall. Und ob ich das jetzt auch einzeln mache oder mit einem anderen Rennen nochmal zusammennehme, schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall an der Stelle herzlichen Dank fürs Einschalten euch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge Forza Motorsport 7 und dass es euch auch gefallen hat, dass wir dann auf Bestzeitenjagd gegangen sind und es im Endeffekt auch geschafft haben, auch wenn da noch ein bisschen Zeit drin war. Aber ich glaube, das kann man immer und immer und immer wieder sagen. Und das ist ja auch was sehr, sehr Schönes beim Motorsport. Man weiß, man ist nah an der Perfektion, also ich jetzt nicht, aber die Profis, aber man ist immer noch einen Ticken davon entfernt und versucht sich immer weiter zu verbessern. Beim nächsten Mal tun wir das ebenfalls, schaltet auch dann wieder ein bei Forza Motorsport 7 und wir sehen uns dann. Macht's gut!